Moin Moin, ich bin Kai, das ist Guillaume. Moin. Und heute wollen wir euch einmal zeigen, wie wir zwei Schnüre miteinander verbinden. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Schnursorten. Zum Teil wird oftmals beim Raubfischangeln, beim Kunstköderangeln eine geflochtene Schnur mit einer Fluorcarbonschnur verbunden. Beim Brandungsangeln wird an eine monofile Schnur eventuell eine monofile Schlagschnur angebunden oder Geflecht auf Mono. Wird beides da gemacht. Das eine ist halt eine Schlagschnur anbinden, das andere ist ein Vorfach anbinden, direkt an die Hauptschnur. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und die zeigen wir euch jetzt einmal. So, ich nehme einmal zum Zeigen wieder so ein dickeres Band, damit ihr das anständig sehen könnt. Es lässt sich schwieriger binden als die realistische Angelschnur, aber zum Zeigen ist es okay. So. Ja, ich entscheide mich jetzt dafür, dass die gelbe die geflochtene Schnur ist und die blaue die monofile. Ich lege in die monofile eine große Schlaufe, stecke meine geflochtene von unten durch und wickel diese jetzt 18 Mal hier rum. Das kann ich bei diesem dicken Material jetzt nicht so machen, deswegen nehmen wir mal gucken, wir nehmen mal 5 Mal, vielleicht kriegen wir das dann auch stramm gezogen. Aber vielleicht ist das auch schon zu viel. Und schieben das umgewickelte Ende in die Öse wieder zurück. Und jetzt wird es gleichmäßig stramm gezogen. So. Die Enden werden hier abgeschnitten. Und dann haben wir eine feste Verbindung zwischen den beiden Schnursorten. Und du machst das für Schlagschnur und für Fluorocarbon. Warum brauchst du das? Ich brauche das einmal beim Brandungsangeln benötige ich die Schlagschnur, weil ich als Hauptschnur eine deutlich dünnere Schnur habe und als Schlagschnur eine dickere benötige, weil ich beim Brandungsangeln mit sehr schnellen, kräftigen Ruten arbeite und schwere Blei beschleunigen will. Und wenn ich jetzt mit meiner Brandungsrute einen 180 Gramm Blei weit werfen möchte und habe eine 15er geflochtene oder eine 30er monofile als Hauptschnur, die brauche ich, damit das Blei weit fliegt, weil die eine geringe Reibung haben. Aber das würde niemals halten. Und diese dicke Schnur vorne vor, entweder eine 30er geflochtene Schnur oder es gibt so Keulenschnüre, die von als Monofile, die von 33 auf 58 steigend sind. Das benutze ich schon. Die binde ich vorne an, damit ich das schwere Blei anständig werfen kann, ohne dass es im Flug abreißt. Und ich habe trotzdem die dünne Schnur, die hinterher fliegt, damit ich möglichst wenig Reibung habe und auf eine sehr gute Weite kommen kann. Und beim Angeln mit Kunstköder ist halt sehr modern und auch erfolgreich, ein Vorfach aus Fluorcarbon vorne vorzubinden, genau. Um halt am Stein ein bisschen weniger Abrieb zu haben und all solche Geschichten. Weniger Sichtigkeit, deswegen wird oftmals so 1,5-2 Meter Fluorcarbon vorne an die geflochtene Schnur noch angebunden, dass ich dann zum Köder eine Verbindung habe, die nicht so sichtig ist, die sich gut im Wasser verhält. Und viele, die machen ganz große Vorfische. Du hast gerade gesagt, ja, 2 Meter. Also über 2 Meter manchmal länger, kurzer? Oder? Beim Angeln an der Küste mache ich es gerne, weil ich es oftmals gesehen habe. Also bei mir ist es oftmals so gewesen, wenn ich so ein kurzes Ende Fluorcarbon an meine geflochtene Schnur anbinde und ich werfe den ganzen Tag mit kräftigen Würfen, habe ich es oftmals schon gehabt, dass sich irgendwann der Knoten doch gelockert hat und einfach weggeflogen ist. Und wenn ich dann meine 2 Meter Vorfachschnur drauf habe, der hängt der Knoten irgendwo, teilweise auf der Rolle, kurz vor der Rolle, wie auch immer, und hat nicht diesen Druck des ewigen Werfens, der Knoten, weil der Knoten halt nicht so viel Druck dann hat den ganzen Tag über und halt deutlich länger hält. Ja, ich mache auch immer zu lang als zu klein. Manchmal bin ich mit 3 oder manchmal auch 4 Meter, also richtig viel. Das ist normalerweise abhängig von der Wasserqualität und Wassertransparenz und so. Aber ja, ich bin immer mit lange Vorfahren, finde ich ganz gut. 2 Meter war auch kurz gesagt für mich. Ich habe manchmal, wenn ich mit meiner 2,70 Meter, 3 Meter Rute fisch, habe ich tatsächlich teilweise 3-4 Meter Fluorcarbon vorne vor. Jetzt zeigt Guillaume uns das noch einmal mit realistischem Material, wie das dann aussieht. Ich mache hier diese Schlaufe, kann
einmal durch hier. Dann 18 Meilen, sagst du? Ich habe mich auf 18 irgendwann mal geeinigt, sag ich mal. Okay. Aber da haben vielleicht andere auch andere Theorien, dass sie vielleicht nur 17 Mal oder 25 Mal oder 11 Mal. Wie viel machst du denn meistens? Ja, ich bin um 15. Aber 15, 16 ist egal, 18 reicht auch. Zack. Und dann wieder durch hier. Und es ist ja ganz klein. Ja, das ist auch das Gute an den Knoten. Genau. Auch gerade muss auch durch die Ringe passen. Das muss gut durch die Ringe fliegen. Gerade beim Brandungsangeln brauche ich kleine Knoten, damit sich möglichst wenig Kraut in der Schnur verfangen kann. Weil je dicker die Knoten sind, umso mehr Kraut kann sich da drin verfangen. Und das kann einen schon mal wahnsinnig machen beim Angeln. Gut, jetzt zeige ich euch noch einmal eine Variante, die ich meistens bei Mono-Mono-Verbindungen mache, wenn die Schnurstärken nicht zu stark variieren. Da finde ich immer noch, der althergebrachte Blutknoten hat sich da wirklich immer noch gut bewährt. Da werden die beiden Schnüre einfach über Kreuz gelegt. Mit der original monophilen Schnur mache ich nachher locker wieder meine 6 Umdrehungen. In dem Fall mit diesem dicken rauen Band, damit ihr es besser seht, werde ich nur 3 machen, weil sonst kriegt das mit der Schnur nicht mehr stramm gezogen. So, in die eine Richtung wickeln. 1, 2, 3, in echt 4, 5, 6. Die Schnur da einmal durch. Und jetzt ist wichtig, dass ich diese andere Farbe Schnur entgegengesetzt wickel. Als ob ich das wieder aufwickeln würde. Ich habe die Schnur ja darüber gelegt, dass ich das nicht aufwickeln kann. 1, 2, 3, in echt halt noch 3-mal mehr. Und auch entgegengesetzt wieder reinstecke. Und dann wieder an den beiden Enden stramm ziehen. Jetzt habe ich hier so einen Propeller. Da würde ich die Enden natürlich näher wieder anständig abschneiden. Vorher wieder bei einer monophilen Schnur anständig befeuchten. Vernünftig stramm ziehen, dass es richtig stramm gezogen ist. Enden abschneiden und dann habe ich eine super Verbindung Mono-Mono. Ich hoffe, wir konnten euch wieder weiterhelfen, dass ihr mehr Erfolg beim Angeln habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch. Viel Petri Heil. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Besucht uns gerne bei uns im Shop. Bis dann. Tschüss.